Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, es geht jetzt wieder weiter. Die 300 ist vorbei. Wir sind wieder alleine auf der Drachenwacht. Und ich möchte am Hafen weiterbauen. Habe dazu auch ein paar Überlegungen gemacht, ein paar Projekte aufgeschrieben. Kann ich euch mal zeigen. Wir haben hier hinten, habe ich jetzt eine Projektwand quasi aufgebaut, Hafenprojekte. Eines ist ja schon fertig, die Schenke. Dann haben wir noch ein Lager. Dann habe ich aufgeschrieben einen Kartografen, wobei ich da noch nicht hundertprozentig bin. Es kam der Vorschlag, den könnte man am Hafen machen. Gab aber auch Leute wie Tomcat, der gemeint hat, am Hafen passt er jetzt nicht unbedingt. Aber andererseits, vom Hafen weg quasi fahren ja dann die ganzen Abenteurer mit die Schiffe durch die Gegend, wenn das mal alles fertig ist. Also, was auf jeden Fall passt, ist ein Angelladen. Weil ich habe einige Angeln, also ich war letzten Tage relativ viel angeln zusammen mit den anderen vom Server, also mit eben Darkseid war dabei, der Fassi war dabei. Die Andi war dabei. Gestern habe ich dann noch später dann noch mit dem Tomcat geangelt im Falkenstein und da kam einiges zusammen und deswegen kam dann die Idee, weil ich jetzt doch einige Angeln habe, einen Angelladen zu öffnen. Dann kam Vorschlag Bootsverleih. Bootsverleih passt eigentlich immer beim Hafen, sowohl hier draußen als auch in die andere Richtung. Dann ein Fischmarkt. Gut, wenn man viel angelt, kommen natürlich auch viele Fische zusammen. Da ist halt die Frage, ob ich einen sorry, kurzer Huster. Da ist halt die Frage, ob ich den Fischmarkt, ob ich einen richtigen Markt mache, wo mit unterschiedlichen Fischständen, oder ob ich einfach einen Fischstand mache, wo Fische angeboten werden. Bin ich noch überlegen. Dann habe ich hier noch notiert, kleiner Stall für Esel. Kann Stall sein oder auch so eine Box, wie wir es oben haben, in der Drachenwacht, wo dann Eseln quasi untergebracht sind. Beim Hafen werden ja dann auch Sachen über Landweg weiter transportiert. Und das sind Eseln sehr praktisch. Ich nehme mal einen Schluck. Dann kann man noch Vorschläge von gestern noch von Tomcat, Leuchtturm. Gut, Leuchtturm zu einem Hafen passt natürlich immer. Kann man entweder auf der Seite oder drüben oder auf beiden. Also dann Hafenmeisterei. Na ja gut, braucht man natürlich auch Hafenmeisterei, wo alles koordiniert wird. Und weil das Ganze ein Umschlagplatz eigentlich ist, das heißt, da kommen die Schiffe außerhalb vom 3M-Land, kommen hierher, laden um und dann werden die Waren weiter transportiert. Quasi ein Zollhaus. Eben, dass dann Waren quasi auch verzollt werden. Ja, das sind jetzt so die Projekte, wo ich sage, die könnte man am Hafen bauen. Platz hätten wir ja. Sorry. Müssen wir jetzt nur noch schauen, was wir wo unterbringen. So, dann ist halt die Frage, mit was fängt man an? Gut, Bootsverleih ist nicht ganz so aufwendig. Könnte man relativ schnell machen. Da braucht man jetzt keinen riesen großen Laden bauen. Angelladen hatte ich schon überlegt, ob man da was machen kann mit den Steinen, die wir aus dem Unterwassertempel geholt haben. Aber da bin ich noch überlegen, wie man die am besten kombinieren kann. Also ich habe zuerst geschaut, mit den roten Sandstein passt das Grün quasi nicht so wirklich zusammen. Müsste man sich was anderes überlegen. Und es gibt leider ja auch nur die Blöcke und keine Stufen dazu. Was auch sehr schade ist. Das heißt, man kann da wenig jetzt
arbeiten, so wie hier zum Beispiel beim roten Sandstein gibt es Treppen. Beim Holz haben wir hier Treppen, das heißt, es fehlt einfach die Möglichkeit, Struktur reinzubringen. Lager, gut, Lager, das wäre auf jeden Fall angebracht. Da ist nur die Frage, wie groß machen wir das Lager? Könnte man theoretisch auch mit rotem Sandstein, könnte man verbauen. Würde sich auf jeden Fall anbieten. Jo. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Lager an. Weil das wird wahrscheinlich das größte Gebäude werden. Müssten wir uns halt nur überlegen, wo bauen wir das hin? Wir können uns einerseits zentral mittig einfach hineinbauen und rundherum quasi alle anderen Sachen. Oder wir machen in die Mitte den Markt hinein, den Fischmarkt, und bauen das Lager eher am Rand, was ja auch nicht so stören würde. Wir haben ja hier noch komplett mehr oder weniger alles frei. Können da auch bis da nach hinten bauen. Dabei, da soll dann quasi so eine Abgrenzung, so eine kleine Mauer kommen. Das heißt, wir hätten hier den ganzen Platz, könnten sogar bis hier nach vorne. Können wir jetzt schauen, da geht ja der Weg. Möchte natürlich schauen, dass dann auch für andere Gebäude Platz ist. Weil jetzt sagt 1, 2, 3, falls man da was Großes baut. Dann hier 1 Abstand. Könnte man hier so mit dem Lager beginnen. Oder machen wir es doch mittig, weil andererseits, wir hätten ja eine Menge Platz. 1, 2. Man muss sich jetzt nicht ganz an die Markierungen halten, aber ich habe es zumindest gemacht, um eine gewisse Aufteilung zu haben. Weil hier quasi, das möchte ich auf jeden Fall freilassen, weil eventuell wird hier noch der Kanal verbreitert. Dann kann man hier durch, dann heißt, da geht der Weg runter. Okay, da geht es in die Höhlen. Das heißt, wenn man hier so anfängt, quasi die Ecke, ich kann es ja mal markieren. Wenn man hier so anfängt mit dem Lager, dann ist die Frage halt, wie breit wollen wir es machen? Wir können es bis hier, wir können aber ruhig auch sagen, wir gehen bis hierhin, machen es ein bisschen größer. Und nach hinten haben wir ja auch eine Menge Platz. Und hier ist natürlich auch der Vorteil, weil da hinten sind ja die beiden Stege. Das würde eigentlich auch recht gut passen. Wo dann in Zukunft wurde schon an Hundsgrab quasi weitergegeben, dass der Antrag, dass die Flunder verlegt wird, quasi die Anlegestelle von hinten, quasi auf die Seite. So, genau. Dann haben wir hier und dann hat man daneben noch eine Menge Platz, um hier noch so einen Markt dann auch noch hinzukriegen. Beziehungsweise man kann ihn auch in der Nähe der Schenke dann machen. Und von der Länge her, wie lang macht man so eine Halle? So eine Lager, quasi so eine Lagerhalle. Soll jetzt keine vollautomatisch werden, weil das war auch ein Vorschlag, der kam. Man könnte so richtiges automatisches Kistenlager, aber das wird dann sehr aufwendig. Braucht man viel Platz. Ich möchte eher, soll ja eher mehr so ein Lager sein, wo Waren quasi eingelagert werden können, die importiert, exportiert werden, wo halt dann quasi Händler, Betriebe von der Drachenwacht, vom Hundsgrab, wo auch immer, können dann Sachen dort auch einlagern, die für einen weiteren Handel gedacht sind oder eben importiert wurden und dann quasi weiterverteilt werden. Ich würde mal jetzt sagen, so 1, 2,
3, 4. Das wäre etwas groß. Und dann hätten wir hier noch eine Menge Platz. Oder machen wir es noch größer? 1, 2, 3, 4. Haben wir überlegt, Kisten brauchen wir jeweils. Wenn man jetzt nur die rote Markierung nehmen würde, quasi für die Stützen und Querträger, dann könnte man hier 4, also 2, 4, 6, 8. Wenn man da direkt gleich loslegen würde mit Kisten, 8, zumindest 6, oder wenn man sagt, okay, man fängt hier erst an, ja, machen wir es vielleicht eins breiter noch. Dann kriegen wir da einiges unter. So. In dem Fall würde ich sagen, ich würde gerne mit rotem Sandstein arbeiten. Die Frage ist nur, wie viel haben wir eigentlich noch? Schauen wir mal. Nicht, dass da uns das Material gleich wieder ausgeht. Hier haben wir gemeißelten, haben wir 17. Gut, den kann man mal einstecken. Ansonsten, gut, wir hätten hier noch Bruchstein. Könnte man natürlich auch nehmen. Bruchstein gemischt mit dem roten. Aber schauen wir mal, wie viel. Warte, war da noch was? Nö, das ist alles Holz, Holz, Holz. Die ganzen Reste noch vom Schenkenbau. Dann schauen wir mal da drüben. Okay, den Sandstein. Da haben wir. Und da könnte ich auch von das, sorry, Sandmine einiges holen. Gut, hier hätten wir aber auch noch eine Menge roten Sand, den wir verarbeiten können. 64. 2, 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks würden wir zusammenkriegen. Dann wird es aber schon etwas eng mit den roten. Oder wir nehmen wirklich den Bruchstein für die Säulen, beziehungsweise wenn wir die Hammersteinziegel. Alles nur Bruchstein, aber da irgendwo noch Klappen drinnen. Ich glaube, drüben war noch was. Könnten auch Ziegel. Ah, da ist noch Fleisch drinnen. Gut, da haben wir gerade genug eingesteckt. Genau, dann hätten wir hier noch die ganzen Steinziegel, die wir verwenden können. So. Gut. Wir könnten natürlich auch glatten roten nehmen. Dann hätte es auch so ein bisschen so ein Industriecharakter. Schauen wir mal. Ich teste das kurz mal, wie das in Kombination ausschauen würde. Da machen wir mal ein paar Ziegel. Gut, kriegen wir jetzt nicht wirklich viel raus. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen das zum Beispiel außen und daneben machen wir dann die Ziegel. Passt das zusammen? Hat eine andere Struktur. Ist, glaube
ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das die beste Kombi ist. Dann hätten wir natürlich einfach den Bruchstein. Wenn man den nimmt. Weil komplett will ich es jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich nehme den, da wäre es komplett aus Sandstein, da fehlt vielleicht ein bisschen Struktur dann bei der Halle. Ich meine, da haben wir ja kombiniert bei der Schenke Holz und den roten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wir könnten Holz nehmen. Zum Beispiel Fichte oder so. Haben wir hier Fichtenholz? Ich glaube nicht. Oder haben wir nur Birke? Schaue ich mal rüber. Dann wird das quasi noch ein bisschen eine Vorbereitungsfolge. Ich nehme jetzt quasi ganz spontan auf, weil ich gerade Lust hatte. Deswegen etwas ohne Vorbereitung. Aber schauen wir mal, was wir noch so auf Lager haben. Da haben wir mal nichts. Man kann natürlich auch mit den Klappen arbeiten. Holz. Okay, hier mal die Holzkiste ist fast leer. Man kann es natürlich auch mit Birke kombinieren. Schauen wir mal, wenn man den Klappen nimmt und damit Birke arbeitet. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man Birke verwendet. Beziehungsweise, wenn man die als Stütze nimmt und dann die einarbeitet. Ja, würde auch gehen. Also zumindest innen könnten wir es auf jeden Fall nehmen. Wobei hier so, ja, wäre eine Möglichkeit. Ich werde jetzt auch nur eine Folge mal aufnehmen, dann könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Vorschläge habt. Ich würde es halt gerne, weil man haben, den roten Sandstein halt am Hafen ein bisschen mehr verbauen. Haben wir Bett mit? Nicht wirklich. Es wird schon wieder finster. Dann werde ich mir das Ganze noch mit Birke anschauen. Nicht Birke, ich meine Fichte. Oh, jetzt müsste man eigentlich gleich schlafen können. Da ist auch überall großer Betrieb. Bis zur Baustelle haben sie sich schon vorgewagt, die Bewohner. Schwarzeiche hätte man. Hoppala. Schwarzeiche hätte man natürlich auch zur Auswahl. Aber holen wir uns da mal so einen Fichtenbaum.
da sollte es eigentlich auch keine Probleme geben. Ich meine, Fichte ist bei mir nicht wirklich vertreten, aber wir haben doch immer wieder doch genug Fichten noch, die wachsen können. Das heißt, die sollten eigentlich da keinen Ärger machen und wenn, dann fliegen sie wieder raus. So, dann schauen wir mal hier. Na gut, das ist massiv, das sind die Nägel, das geht eigentlich immer. Und wenn wir hier dann... Oh ja, ja, ja. Da kann man sicher was machen. Ich glaube, wir werden wirklich die Fichten verwenden. Außer ihr habt noch eine bessere Idee. Ich werde schon mal vorsorglich Fichten fällen gehen. Und pflanze natürlich auch wieder nach. So, Aufnahme rennt noch, das ist gut. Ich kontrolliere jetzt immer, weil es mir zweimal jetzt schon passiert ist, dass eine Aufnahme, ohne dass ich was gemacht habe und ohne dass die Platte voll war, nach 2 Minuten einfach abgeschmiert ist. Und einmal habe ich es erst relativ spät gemerkt beim Mad Games Tycoon. Anderes Projekt, wo ich fleißig am Einrichten war und dann erst bemerkt habe, okay, da stimmt was nicht, das rennt nicht mehr. Darum schaue ich immer wieder, ob es noch rot aufleuchtet. Da werden wir natürlich, wenn wir mit dem wirklich arbeiten, einiges brauchen. Aber es ist einfach ein schönes Material. Um genau solche Dinge damit zu machen. So, sind das auch noch? Das sind auch noch alles Fichtis. Die wachsen hier recht gut. Jo, ich sehe gerade, wir sind bei 22 Minuten. Dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, was ihr noch für Ideen habt, materialmäßig. Beziehungsweise, wenn euch noch irgendwas einfällt für einen Hafen, was unbedingt zu einem Hafen gehört, an was vielleicht noch fehlt in der Planung, könnt ihr es auch reinschreiben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Chroniken der Drachenwacht. Tschüss!